Das ist auch die Intention dieses Videos. Einfach das Repertoire an ein paar guten Gerichten erweitern. Ein neuer Tag, ein neuer Park. Ich bin wieder unterwegs mit Sternekoch Andi Schweiger. Heute im Bikepark Sauerberg. Und wir fahren jetzt ein paar Laps. Aber was wir euch heute zeigen, ist, wie man ein optimales Mittagessen im Bikepark verbringt, oder? Ja, genau so machen wir es. Mal schauen, was da auf uns wartet. Was die Speisekarte so in sich birgt, was man darauf empfehlen kann und dann vielleicht auch, was der Andi uns noch zaubern kann. Und vor allem, ich bin mal richtig nervös, was den Bikepark angeht. Also lass uns mal los. Start. Ich muss ihn gleich noch ein bisschen an die Hand nehmen. Ein bisschen. Ich bin durch. It's time for food. Ohne Mampf kein Kampf. Das ist ja jetzt mit dir so eine Sache wegen Mittagessen. Du bist natürlich gehobenes Niveau. Sollen wir mal eine Speisekarte googeln, wo wir hingehen? Jo. Ja, da haben es die Hütten natürlich auch echt mega schwer, ne? Weil ganz viele wollen halt einfach ein Schnitzel und Knödel und alles. Und ob man da was findet, ist echt fraglich. Ofenfrischer Schweinebraten mit Blaukraut und Kartoffelknödel. Also bin ich raus, weil brutal viel Fett, dann Schwein muss ich persönlich jetzt eh nicht unbedingt und Knödel, einfache Kohlenhydrate, haut uns nachher weg. Almhüttensalat mit Hähnchenstreifen und Cocktailsoße. Cocktailsoße ist normalerweise auf Mayo-Basis, das ja. Heißt mega Fettbombe und meistens einfaches Fett. Also auch eher so, aber sonst Salat und wer Geflügel mag. Okay, warum nicht? Wir brauchen eine Empfehlung. Ja, also ich würde am allerliebsten einen vegetarischen fetten Salat nehmen und wenn da irgendwie noch Linsen oder sowas dabei sind, so ein Krautsalat, Linsensalat, sowas, das, also Proteine, hochwertige Kohlenhydrate, das wäre cool. Ein Linseneintopf ist dann zu empfehlen oder nicht? Also ist zu empfehlen. Ne? Also wer da Bock drauf hat, wenn es das gibt, also da würde ich eher drauf greifen. Was machen wir jetzt? Was ist, wir sind noch beide im Camper da. Ja. Hast du nicht Bock, dass wir schnell was machen? Egal. Ich lasse mich vom Sternekoch bekochen. Ja, sicher. Okay, wer erst da unten ist. Ja. Nein. Moin. Tada. Alles aufgebaut. Wir stehen jetzt am Camper und haben tatsächlich ein bisschen was aufgebaut, weil sonst hättest du das Video einfach zu lange gedauert. Man beachte unsere professionelle Begradigung des Tisches mit Hand von Unterfahrkeilen. Aber es geht nicht um die Küche oder das Küchensetup von einem Campervan, sondern heute geht es um das Gericht. Und Andi Schweiger erzählt uns jetzt, was er hier kocht. So, ganz simpel an sich. Viel Gemüse, also Zucchini, Zwiebel, Kohlrabi, ein bisschen Apfel, ein bisschen Chili. Hier habe ich noch ein paar bunte Kirschtomaten. Schuck. Wir machen Gemüse Spaghetti, ja, also Kohlrabi und Zucchini. Die Zwiebel einfach in Würfel schneiden, ein bisschen andünsten und on top kommt dann an sich noch ein bisschen die Linse. Perfekt. Das Linse. Hört sich gut an. Und ich habe noch was vergessen, Körniger Frischkäse. Der kommt mit in die Gemüsepfanne. Das kommt dann oben irgendwann mal drauf. Macht das Ganze ein bisschen cremiger. Ich mag eh so ein bisschen, wie sagt man, warmkalt. Richtig geiles Entertainment dank dem Kanal. Kommt vorbei, abonniert den Kanal, zieh dir das rein. Kaufentscheidung, welche Camper wenn ich zum Mountainbiken brauche. Richtig geile Karre, um im Bikepark zu fahren. Schau sie an auf dem Kanal. Fahrradgarage selber gebaut. Unfassbar. Dank dem Kanal. Fahrradgarage im Campervan. Ja, Mann. Federgabel richtig gut angestellt. Dank Tutorial. Komm auf den Kanal. Probier's aus. Komm auf den Kanal. Dank der neuen Tipps schon wieder neue Sponsoren. Für die Sponsorenmappe. Komm auf den Kanal. Yeah. Gut, und außerdem, wir sind beim Campen, ne? Wir sind jetzt nicht in der Sterne. Ein paar Minuten drin. Kann ich irgendwas tun oder soll ich mich hinsetzen, um hier zu gucken? Hier hinsetzen. Ja.
Warum habe ich das Gefühl, dass er Hunger hat? Der Uri hat immer Hunger. Irgendwas ist doch da. So, okay. So, schau mal her. Hier ganz einfache Streifchen. Ja. Dann. Also in meiner Küche bin ich ein bisschen besser organisiert, aber ich krieg's hin, okay? Und bleibt eine Campingküche. Ja, ist halt Camping. Ich mag ja auch wirklich sehr, sehr gerne so Campingurlaub. Und aber so ein paar Sachen wie ordentliches Schneidebrett und so, das habe ich schon immer mit dabei. So ein Ding. Ja, zum Beispiel. Weil du siehst ja, wie schnell das jetzt geht. Ja. Da muss man halt einmal 5 Euro in die Hand nehmen und dann ist ja auch gut, ne? Darf ich mal einen Löffel aus deinem... Das ist irre. Das ist nicht wahr, was der Jasper dabei hat. Ich glaub's nicht. Camping Equipment. Das ist. Du hast Riesenlöffel. Alter Schwede. Also die Ausrüstung habe ich. Es fehlt nur noch am Koch-Know-how. Okay, wir machen einen Deal. Das vermittelst du ja mir. Nee, wir machen einen Deal. Du bringst mir das schnelle Radlfahren bei und ich koche ab und zu mit dir. Ja, ist gut. Ich muss mein Repertoire an Gerichten nämlich erweitern, weil ich muss so sagen, ich ernähre mich recht viel von einfachen Kohlenhydraten. Weil es halt schnell geht. Aber das ist auch die Intention dieses Videos. Einfach mal, man muss sich ja jetzt nicht zu 100%, 180 Grad drehen und nur noch gesund und vielseitig ernähren. Die Dosis macht das Gift, aber halt einfach das Repertoire an ein paar guten Gerichten erweitern. Also ganz ehrlich, ne? Also ich liebe auch Pasta. Ich liebe Pasta. Ja? Und ich liebe auch mal einen Schokoriegel. Ja? Und ich hau mir den auch ab und zu mal hinter die Binsen, aber an sich geht es ja eigentlich darum, dass du dich nicht nur von Pizza und Pasta ernährst. Ja. Wobei du es wahrscheinlich auch noch könntest. So, magst du mir mal die Linsen abschütten? Ich hoffe, das schmeckt gut. Hey! Ich koche auch ab und zu Hause. So viel Salz! Ja. Was ist denn mit Salz? Ist Salz gesund oder ungesund? Zu viel Salz ist definitiv nicht gesund. Also okay. Definitiv. Ja, aber schau mal her, da kommt ja, das wird ja eine ordentliche Menge. Ne? Und wir sind auch schon hier fast am Ende. Darf ich wieder schwenken? Wenn du möchtest, gerne. Wir fördern mal Kohlrabi und Zucchini nach unten. Oh, Oreo. Der freut sich. Und bei der Chili ist es so. Ist runtergefallen. Und bei der Chili ist es so, umso länger du die kochst, umso schärfer wird die. Ja, das heißt, lieber also eher ein bisschen später ran. So, und dann den Apfel auch eher am Schluss. Das darf noch einmal... Der verkocht nämlich sonst komplett, oder? Genau, und das wollen wir überhaupt gar nicht. So. La la la. Und jetzt bist eigentlich du am Start. Wie sieht's denn aus mit Tellerchen? Frischkäse. Tellerchen. Tellerchen. Ich muss erst probieren. Wie oft schmeckt dein Chefkoch in der Küche auf? Am Tag? 100 Mal? Mindestens. Ja? Ja. Immer und alles und jede Kleinigkeit und 5 Mal. Lieber 10 Mal probiert, als einmal was Salziges oder was nicht Gesalzenes oder wie auch immer rausgeben. Geht nicht. Ist verboten, finde ich. Geht halt nicht. Käse nicht vergessen. Na, du bist auch mitverantwortlich für den Frischkäse, okay? Ich habe mich schon gefragt, wofür du die Pinzette dabei hast, aber das, so sehen natürlich Spaghetti wie Spaghetti aus. Na schon, oder? Und ich will ja von dir auch ein bisschen angeben. Ne? Ich meine, du bist ja auch über meinen Kopf gesprungen. Ich bin über deinen Kopf gesprungen. Ne? Und ich meine, weißt du, ich habe mich echt jämmerlich gefühlt unter dir. Ja, weil ich habe dich nicht mal gesehen, weil ich mich auf die Strecke konzentrieren musste. Ich möchte kurz betonen, wir füllen gerade die Teller und wir haben mit Vorbereiten 20 Minuten gebraucht, bis das Essen auf dem Tisch steht. Jetzt haben wir hier schon mal für die Optik ein bisschen was gemacht. Ich bin immer noch begeistert. Rein. Achtung, das ist eine Chili, nicht das. Oh, nicht das ein kleiner. Jetzt gleich so. Oh. Jetzt kommt noch was on top hier. Und ich würde mal sagen, das sieht richtig lecker aus. So packen wir das dann nachher auch. Das ist ein gesundes, powerreiches Mahl für einen Tag.
Genau, und sollte dann immer mal noch die Power ausgehen, dann vielleicht nicht unbedingt irgendein Gel oder etwas dazuziehen, sondern eine Banane, einen Apfel, ein paar Nüsse. Habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, weil wir hatten nämlich vorher schon mal drüber gesprochen und ich war noch nicht den ganzen Tag im Bikepark fahren und ich habe mich tagsüber nur ernährt von Banane und Nüssen. Und das hat komplett ausgereicht. Ich hatte weder einen Hungerast noch irgendein Konzentrationsloch. Also ich war komplett auf der Höhe, kann ich nur sehr empfehlen. Und ich habe früher immer Snickers gegessen und eine Cola getrunken, weil ich gedacht habe, Zucker ist gleich Energie. Das hat aber zur Folge, dass kurz nach der Cola oder dem Snickers, ungefähr 20 Minuten später, ein absolutes Konzentrations- und Powerloch kam. Ja. Und das hatte ich mit Bananen und Nüssen überhaupt nicht. Kann ich also aus eigener Erfahrung wirklich nur empfehlen. Okay. Vielen lieben Dank. Thanks for cooking. Nein, ne? Ja, für den Geschmack. Für den Geschmack, ich mag's sehr gerne und noch wichtiger ist Inhaltsstoffe. Das schmeckt geil. Danke. Super, das hat mit dem Kohlrabi. Mhm. Ich habe lange kein Kohlrabi mehr gegessen. Wir haben welchen im Garten. Ich esse ständig Kohlrabi. Ich finde, würde jetzt sagen, was passiert schon in 20 Minuten? Andi und ich kochen ein geiles Gericht. Jo. Mit Full Power. Gut, ich würde sagen, haben wir im Kasten, oder? Ja.